Matthias Große und ich fand mich sehr gut, wie er wechselt, weil sie vor und nach die Nachteile von TTIP dargestellt hat. Und man sieht, wie das intern jetzt bei ihm da in der AfD-Fraktion diskutiert wird und welche Rolle der Herr Henkel dabei spielt. Weil, von dem man hier angehen kann, und da gibt es auch Nachweise, dass er da auf extreme Weise Lobby auch für die Durchsetzung von TTIP betreibt. Also, Sie wissen ja, dass das bei uns AfD-intern schon heißt. Also die Frage war, wie das AfD-intern im Europäischen Parlament diskutiert wird. Und welche Rolle Herr Henkel dabei spielt. Und welche Rolle Herr Henkel spielt, ja. Also das Ganze, wissen Sie, wird intensiv diskutiert. Ich glaube, wir sind uns grundsätzlich einig darüber, dass wir freien Handel wollen. Worüber wir uns nicht einig sind, ist die Frage, was wir neben freiem Handel an Zusätzen sozusagen tolerieren, um den freien Handel zu bekommen. Und da ist meine Schmerzgrenze persönlich relativ niedrig angesetzt, weil ich sage, es spricht nichts dagegen, sich auf den freien Handel zu beschränken, wenn es wirklich darum geht. Nur darum geht es eben sehr häufig nicht. Das betrifft auch andere Freihandelsabkommen. Ja? Also es gibt eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen, die die Europäische Union abschließt, wo dann gleichzeitig drinsteht, freien Handel mit der Europäischen Union ja, aber das mit den Russen, das müsst ihr jetzt mal lassen mit dem freien Handel da. Nicht? Und solche Dinge, solche Nebenkriegsschauplätze werden in diesen Freihandelsabkommen halt häufiger eröffnet. Und Herr Henkel kommt natürlich aus, ich sag mal, der Großindustrie und das ist natürlich die Profiteurin des TTIP, so wie es geplant ist. Das ist gar keine Frage. Die Großindustrie würde ungemein davon profitieren. Der deutsche Mittelstand ist inzwischen höchst skeptisch. Der BVMW hat sich ganz klar gegen TTIP ausgesprochen und zwar aus genau den von mir eben genannten Gründen. Weil man eben das Gefühl hat, dass man letztlich als Mittelstand am Ende hinten runterfällt. So, und ja, die Positionen sind bekannt. Herr Henkel ist sehr dafür, Herr Stabatti auch, Herr Lucke auch ziemlich und Frau von Storch und ich sind ziemlich dagegen. Frau Trivesius? Weiß ich nicht. Dazu müsste die sich äußern. So, aber bitte. Ich würde mal eine gewagte These in den Raum stellen und würde mal gerne hören, wie Sie darauf reagieren. Also ich vermute mal, es geht um 0,4% Wirtschaftswachstum in 10 Jahren. 0,04. Also um 0,04, das sind 400% Wirtschaftswachstum. Und dafür macht man so einen Aufstand. Ja. Meine Vermutung ist, es geht überhaupt nicht um Wirtschaft und schon lange nicht um freie Marktwirtschaft dabei oder um freien Handel, sondern es geht einfach den Amerikanern um Kontrolle der europäischen Wirtschaft, der europäischen Marktwirtschaft. Ganz nackte Macht. Gut. Auf Europa. Ja, das ist ja natürlich auch aus strategischen Gründen. Das ist ja verschwörungstheoretisch. Jetzt behaupten Sie, es ginge bei Politik um Macht. Das ist eine These. Ja. Also, es geht überhaupt nicht um Wirtschaft. Bei Politik geht es nie um Macht. Jeder weiß, es geht nur ums Beste für die Menschheit. Das ist doch allgemein bekannt. Da sind wir uns einig. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr kommentieren. Nein, es ist geradezu lächerlich. Ja, also diese 0,4%-Punkte. Abschaffung der Gewerbesteuer behaupte ich mal, was man da an Bürokratie einsparen würde. Da hätte man die 0,04 fürs erste Jahr schon gewonnen. Da könnte man aus dem nächsten Jahr wieder was Neues einfallen lassen. Also es geht sehr viel einfacher und sehr viel unspektakulärer. Das ist aber auch nicht gut, denn wir haben beide auch relativ. Wir haben beide
Seite letztendlich in so einem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Schutz von Dritten gesprochen letztendlich. Also TTIP ist ein klassisches Modell, was beide versucht zu vereinen, und du hast genauso gesprochen von Arbeitnehmerrechten. Es war für mich jedenfalls mitunter schwierig zu erkennen, wo der genaue Konsistenz war, auch gerade bei dir, Frauke, weil letztlich, wenn ihr davon sprecht, Freihandel muss sein, Protektionismus ist schwierig, dann habt ihr ja genau nachher die protektiven Dinge gerade befürwortet, was TTIP anbelangt, das wohl auch zu Recht. Und du hast gesagt, naja, man muss aufpassen, dass man Arbeitnehmer Schutz nicht übertreibt. Aber genau das ist doch, also das Beispiel war mit dem Tisch und dem Stuhl und was weiß ich was, und die Details sind vorgeschrieben haben, aber genau das sind doch konservative Elemente, Schutz Dritter, Schutz Schwächerer, die sich eben selber nicht in dem Ausmaß helfen können. Beispiel auch mit einer Bauordnung, die Dritte schützt. Wollen wir das abschaffen? Wollen wir Buchpreisbindungen abschaffen? Wollen wir Gebührenordnungen abschaffen? Also, ne? Du weißt, was ich meine. Dass man da mal auch... Wollen mal wir. Vielleicht... Okay. Also, aber das ist doch die Frage, ob das wirklich gewollt ist, ob das noch konservativ sein kann, wenn man zu liberal sein muss. Also ich glaube, da habe ich vielleicht zu lange über die Kabel und den Router gesprochen. Also das war ein Beispiel dafür, wie wir überreguliert werden. Das ging, also der Fokus Arbeitnehmerrechte, ob der Bildschirm 45 Grad zum Fenster hat oder 90 Grad zum Fenster hat, das ist keine Frage des Schutzes von Arbeitnehmerrechten. Das ist eine Frage von Bürokratie. Also ich hoffe, dass wir uns da wenigstens einig sind. Ja. Und dass wir, wenn wir Bürokratie abbauen, nicht sagen, der Unternehmer darf alles und es gibt überhaupt keine Ordnung mehr und es gibt keinen Umweltschutz mehr und es gibt keine Bauordnung mehr. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass ich das nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, wir müssen den Mittelstand entlasten von überflüssiger Bürokratie. Wir müssen Investitionsschutz schaffen, indem wir die Grundfesten von Investitionsentscheidungen, die liegen darin, wie hoch sind Steuern, wie hoch sind Abgaben, kann ich das Produkt hier produzieren, weil ich die Fachkräfte habe, ist ausreichend Nachwuchs da, weil die nicht mehr gewährleistet werden, beziehungsweise weil daran nicht mehr gearbeitet wird. Es gibt keine aktive Familienpolitik. In der Bildungspolitik sehen wir nicht, dass wir auf höhere Standards gehen. Unsere Bildungsstandards sinken seit Jahren. Und was Steuern- und Sozialabgaben geht, werden Unternehmer, und gerade dann der Mittelstand, weil er wenig Möglichkeiten hat, zu entfliehen, weiter belastet. Und zusammenfassend kann man sagen, bei vielen Dingen, was Steuern, Abgaben, Bürokratie angeht, ist etwas weniger mehr oder etwas mehr Transparenz schon allein ein Gewinn. Und was Bildung und Nachwuchs angeht, müssen wir einfach mal anfangen, aktiv Politik zu betreiben, anstatt uns mit Experimenten zu verzetteln. Das war, glaube ich, die Grundaussage. Da will ich das noch ergänzen. Also, grundsätzlich hatte ich angeprangert den Protektionismus. Was ich gesagt hatte, was aus TTIP meines Erachtens rausgehört und nicht einer rein ökonomischen Betrachtung zugänglich ist, das sind tatsächlich Grundfesten meines Erachtens gesellschaftlicher Art. Auch ein Liberaler wird am Ende dafür sein, dass man sich wirksam, dass man den Staat wirksam nach außen verteidigt. Und Verteidigungspolitik sinnvoll zu machen, also den Panzer aus Deutschland zu beziehen und nicht aus China möglicherweise, das kann sinnvoll sein. Und auch ein Liberaler kann eigentlich nicht wollen, dass man seine Landesverteidigung am Ende darauf aufbaut, dass man die Ressourcen, die man möglicherweise für die Landesverteidigung braucht, aus den USA oder sonst woher importieren muss, in dem Fall, wo man sich im Zweifelsfall nur auf sich selbst verlassen kann. Dann hatte ich Dinge genannt wie Bildung, Kultur, soziale Dienstleistungen, die meines Erachtens ihrer Natur nach einer ökonomischen Betrachtung sich entziehen. Man kann auch das liberalisieren. Also das, so liberal bin ich dann nicht. Das ist dann mehr was für die Libertären vielleicht unter uns, die den Staat so quasi völlig hinwegfegen wollen. Das möchte ich nicht. Aber ich meine, die wenigsten von uns sind ohnehin rein liberal oder rein konservativ. Und dass das grundsätzlich Gegensätze sind, da sind wir uns einig. Nur der rein Konservative, der rein Liberale, die gibt es in ihrer Reinform sowieso selten.
Und ich hoffe zumindest, dass wir in der Mixtur, in der wir hier zusammensitzen und in der wir in der AfD zusammen sind, irgendwie doch in den meisten Fällen auf einen Konsens kommen. Ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Soll ich genau dazu was sagen? Die Frage, wie liberal und wie konservativ. Warte mal ganz kurz, die junge Dame. Ja, gut. Komm mit dem Mikro. Mikro da. Ja, versteht man das? Ja. Ich habe eine Frage zu TTIP, Investorenschutz. Und zwar, wenn jetzt, ich muss jetzt eine andere treffen, wenn zwei Unternehmen auf dem europäischen Markt, zum Beispiel gleichartige Konkurrenten, investieren und ist dann nur oder kann die Vorteile des Investorenschutzes nur das amerikanische Unternehmen in Anspruch nehmen oder auch das europäische und hat das oder nicht und dann hätte es ja dann einen Wettbewerbsnachteil auf dem europäischen Markt. Und weil das ja alles so entscheidend ist. Das ist auch ein Kritikpunkt, völlig richtig. Sogenannte Inländerdiskriminierung. Das heißt, das inländische Unternehmen kann dann nur vor den nationalen Gerichten klagen, während das ausländische Unternehmen sich aussuchen kann, ob es vor die Schiedsgerichte geht oder vor die nationalen Gerichte. Ja, sogenannte Inländerdiskriminierung. Entschuldigung, wir werden hier vorne. Reinsprechen funktioniert, okay. Man muss das Mikrofon küssen, ja. Ich wollte auch das, was der Kollege sprach, nämlich was mit den Amerikanern. Das haben wir so elegant über die Verschwörungstheorien mit kabarettistischer Überlegung haben sie das abgemildert. Aber die Frage ist, es geht ja gar nicht um Verschwörungstheorien, sondern es geht um Machtinteressen, wie Sie ja auch gesagt haben. Da gibt es die russischen, da gibt es die amerikanischen, da gibt es die europäischen. Und mich interessiert, welche Position die AfD hat, auch im Zusammenhang mit der Frage liberal und konservativ, wo stehen sie wirklich? Und in den Tagesfragen, glaube ich, geben keine Antworten darauf, denn das ist oft eine Frage der Gratwanderung. Sind sie ein Freund der Amerikaner als ein möglicher kooperativer Partner und auch als ein Konkurrent, gegen den man sich abgrenzen muss? Oder haben Sie grundsätzlich ein Misstrauen gegen das amerikanische System? Die gleiche Frage stelle ich in Russland. Sind Sie ein Freund des russischen Wirtschaftssystems? Ich sage das mal bloß, sagen wir mal. Sind Sie da? Wie grenzen Sie sich ab? Also da würde ich gerne mal ein paar grundsätzliche Überlegungen gerne von Ihnen hören, als jemand, der kein Parteimitglied ist, aber der die Entwicklung der Partei mit großem Interesse verfolgt. Also, meine sehr gute Frage. Meine ganz persönliche Überzeugung ist, dass eigentlich eine Binsenweisheit Staaten grundsätzlich keine Freunde haben, sondern erstmal Interessen. Und das haben Sie ja auch schon richtig gesagt, es gibt da europäische Interessen, beziehungsweise ist das eigentlich auch schon nicht ganz richtig. Denn innerhalb der Europäischen Union gibt es französische, deutsche, britische und andere Interessen. Also zu glauben, dass die immer gleich laufen wäre, wäre auch schon fehlerhaft. Mir ist grundsätzlich das amerikanische System sympathischer als das russische System, das politische, das Wirtschaftssystem. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich begreife die Amerikaner weitestgehend als Partner. Das heißt aber nicht, dass ich unkritisch bin. Und das heißt, dass ich nach allen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ihnen grundsätzlich auch erstmal misstraue. Weil sie es nicht immer nur gut mit uns meinen, sondern zuallererst mal mit sich. Was Legitimes, was völlig Legitimes. Nicht mehr legitim, nein, das ist alles legitim, solange wir auch mal unsere Interessen verfolgen wollen. Ja. Das ist auch völlig normal, sage ich mal, dass ein fremder Staat ein deutsches Staatsoberhaupt abhört. Das ist gar nichts Ungewöhnliches, sagen wir auch. Es wäre gut, wir würden es wenigstens versuchen, bei uns zu verhindern und es auf der anderen Seite aber genauso schamlos dann auch tun. Und nicht immer betonen, dass es ja nur unsere lieben Freunde waren, die uns da abgehört haben. So, das heißt, ein gesundes Misstrauen
Und wenn wir es natürlich so auf die Spitze treiben, dass der eigene Geheimdienst Wirtschaftsspionage für den amerikanischen Geheimdienst macht, dann ist irgendwo eine Grenze überschritten. Das ist eine Form von Selbstkasteiung, die ich nicht mehr mittrage. Das bedeutet aber keinesfalls, sich in die Arme des neuen großen Bruders Russland zu werfen und zu sagen, toll, die schützen uns jetzt von den Amerikanern und dafür geben wir das, was wir vorher an die Amerikaner gegeben haben, jetzt an die Russen. Nee, ist nicht die Lösung. Zumal Putin mit Sicherheit nicht der bessere Obama ist. Aber es gibt auch deutsche Interessen. Es gibt deutsche Interessen und die sagen mir, Freihandel mit den Russen wäre viel interessanter als Freihandel mit den Amerikanern. Wobei ich beides erkenne. Strategisch wäre es von größter Wichtigkeit, dass rohstoffreiche Russland mit dem Hochtechnologieland Deutschland ökonomisch stärker zu verbinden. Davon würden beide profitieren. Es wäre im Interesse beider. Das ist aber gegen die Interessen der Amerikaner. Und das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir uns gerade befinden. Darf der Herr Lindner die Frage stellen? Ist auch noch einer. Ja. Wenn ich jetzt TTIP kurz machen konnte, nicht zum Werbesprecher was fragen. Ja. Nee, mach nicht. Wir laufen ja nicht weg. Wir können das ja nicht. Ja, meine Frage zur Gewerbesteuer. Sie wollen sie abschaffen. Nach was für einem Verfahren und Verteilungsschlüssel, nach was für Kriterien wollen Sie dann die Kommunen mit den Finanzen ausstatten, die die für die kommunale Selbstverwaltung benötigen? Pass auf, das ist. Doch. Wir haben nach dem Parteitag in Bremen formuliert, dass das eine Variante wäre, die wir uns gut vorstellen könnten. Aber da die AfD eine demokratische Partei ist, geht das als Vorschlag jetzt durch die Gremien. Ja? Und der Parteitag zum Programmbeschluss war noch nicht. Der kommt also erst. Das heißt, ich muss Ihnen heute Abend die Details einer derartigen Regelung einfach schuldig bleiben. Klar ist nur, dass dann andere Steuern, Körperschaftssteuer und dergleichen mehr, Steuern, die erhoben werden, Einkommensteuer, dann anders verteilt werden müssen, damit das, was der Kommunen aus dann fehlenden Gewerbesteuereinnahmen verlustig geht, anderweitig wieder ausgeglichen wird. Aber wenn Sie etwas abschaffen wollen, müssen Sie doch dann trotzdem schon eine persönliche Idee haben, wie Sie das dann konkret regeln wollen, wenn das eben ersetzt werden muss. Also zum Beispiel, wie unterscheide ich, welche Gemeinde bekommt denn plötzlich wie viel Geld? Die haben ja keine eigene Gewerbesteuer mehr, also muss von oben bestimmt werden, welche Gemeinde wie viel Geld bekommt, nach was für Kriterien? Also ich habe Ihnen gerade grundsätzlich gesagt, grob wie es gehen kann, und ich werde heute Abend, falls auch Schlitter jetzt zum Augenblick nicht kann, Ihre Frage beantworten, aber wenn Sie Interesse daran haben, das zu hören, wenn es soweit ist, dann geben Sie mir Ihre Adresse, und wenn wir dann einen Vorschlag haben, dann können Sie den gerne zulassen. Okay. Herr Roh, jetzt. Ich wollte nochmal fragen, wie Sie den Zustand oder den Status der vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Souveränität Deutschlands beurteilen. Welche Wege Sie skizzieren können, um da Veränderungen zu erreichen? Ja, eine immer wieder gern genommene Frage. Ich sage, wie ist es denn? Ja. Aber zentral. Nee, die ist gar nicht so wichtig, sie ist auch gar nicht so kompliziert. Wenn Deutschland sich ab morgen verhielte wie ein souveräner Staat, dann würden keine amerikanischen Panzer durch Berlin rollen, es würde keine Atombombe auf Köln fallen und es würde auch sonst sich vermutlich überhaupt gar nichts ändern. Ich erinnere an das Verhalten von Herrn Schröder vor dem Irakkrieg. Der hat einfach gesagt, ich mache nicht mit. Die Amerikaner haben gescheut. Es hat aber niemanden am Ende interessiert. Und er hat einfach gemacht, was er wollte. Also so einfach geht das theoretisch. Das ist eine Frage faktischen Verhaltens, sonst gar nichts. Und ja, auch die Tatsache, das machen sich auch der Kollab. Wo es so da an die Menschen stationiert sind, wie wollen Sie das lösen? Dann lassen Sie doch, wir werden doch schon ein ganzes Stück weit, wenn wir Politiker hätten, die das, was Markus Wahl beschrieben hat, erstmal versuchten. Ja? Und nicht voraus einen Gehorsam leisten. Ja, schon mal vorstellen. Genau, dann lassen Sie uns doch endlich mit dem Steuersystem nicht den großen Bruch auf einmal machen, sondern einfach anfangen. Und da sind wir noch nicht mal. Ja? Das kann man schrittweise machen. Man muss ja nicht gleich in Washington anrufen und sagen, zieht eure Soldaten. Das kann man machen, dann scheitert man. Ja?
aber man kann sich erstmal souverän einfach selbst in dem, was man tut, verhalten. Das nächste ist, dass bei einem zweifelhaften Krieg man einfach mal die Überflugrechte verweigert. Genau. Könnte man machen. Ja, wird in Deutschland nicht gedacht, aber könnte man machen als nächsten Schritt. Und wenn man dann darüber redet, dass man sagt, Mensch, die Stationierung ist eigentlich auch nicht nötig, möglicherweise ist sie dann auch gar nicht mehr so interessant. Ja? Also wenn man für zweifelhafte Konflikte im Ausland zum Beispiel eben keine Basis für Drohnenflüge zur Verfügung stellt, wenn man sagt, nein, auch Transportflüge funktionieren nicht, dann werden diese Soldaten zum Teil ganz von alleine abgezogen. Also das ist ein langsamer Prozess. Da muss man natürlich auch bereit sein, wenn ich jetzt an DHL denke, an Drehkreuzen wie zum Beispiel Leipziger Flughafen, darauf zu verzichten, dass die US-Armee da ihre Soldaten hinschickt. Ja? Also das ist natürlich auch eine wertvolle Solidaritätsentscheidung, hat auch mal mit wirtschaftlichen Entscheidungen. Man muss dann auch mehr in die eigene Verteidigung investieren, das ist ja klar. Das ist ich bin Berufssoldat außer Diensten, kenne mich in der Sicherheitspolitik, im Stationierungsrecht und bilateralen Verträgen recht gut aus mit der NATO, Kommandostruktur und so weiter. Wie Sie das so einfach formulieren, geht es nicht. Sie können nicht ohne weiteres Stationierungen, Überflugrechte oder sonstige Dinge einschränken. Das ist nationalstaatlich, bilateral und so weiter geregelt. Aufgrund früherer mangelnder Souveränitäten feststehendes Recht in 2+4 nochmal weiter festgeschrieben und wir sind in diesen Dingen teilsouverän und das können Sie nicht mit verbalen Worten mal sagen, dann halten wir uns oder wir verbieten das. Das wird nicht funktionieren. Ja. Aber dann sind Sie der Richtige, um Sie zu fragen, was man tun könnte, um dann im Falle eines Falles darüber zu verhandeln. Denn dann gibt es nur den Weg über die Verhandlungen. Wenn man die Absicht, souveräner zu sein, gar nicht äußert, wird es auch zu Verhandlungen nicht kommen. Da sind wir uns sicherlich einig. Also, Entschuldigung, ja? Da muss man sich jetzt einfach folgen. Ja. Entschuldigung, ich habe gesagt, eben nicht alle Soldaten mal abziehen. Also von wegen Stationierung habe ich gerade gesagt, das sollte nicht der Weg sein. Überflugrechte, Entschuldigung, da muss ich Ihnen widersprechen. Wenn das Grundgesetz berührt ist, dann kann man sehr wohl Überflugrechte verbieten und da interessieren mich dann auch zwischenstaatliche Verträge am Ende nicht mehr. Ja? Denn wenn vom Boden der Bundesrepublik Deutschland ein verfassungswidriger Angriffskrieg geführt wird, dann verbiete ich auch Amerikanern die Überflugrechte. Da interessieren mich Verträge mit Amerikanern im feuchten Kehricht. Entschuldigung. Das kannst du aber nicht mehr. Es gibt einmal die Kraft der Antikraft, das ist eine politische Absicht, die hier sehr stationär betreibt, für kriegerische und für Angriffsfläche zieht und er hat vor Gericht Recht bekommen. Der ist von der Befehls- und Kommandogewalt ist der entbunden worden. Die Rechtsprechung sieht leider etwas komplizierter aus. Darüber kann man jetzt natürlich diskutieren. Ich finde, da sind so irgendwelche Sachthemen, die etwas anderes aufwerfen, nämlich das Thema der Komplexität wird ja hier gerade vergrößert. Es wird häufig in diesen geheimen Zirkeln etwas entschieden und später verkauft. Ihr dummen Bürger seid nicht dabei, weil es ist zu komplex für euch. So, und das wäre meine Frage, wie wollen Sie dem begegnen? Ich bin ein AfD-Interessierter, kein Mitglied. So, und frage natürlich, machen Sie jetzt einen neuen geheimen Zirkel auf? Wir diskutieren erst intern hier die Frage von dem Herrn. So, und da wird verkündet, was Sache ist und das müsst ihr nehmen. Oder gibt es Transparenz? Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht wollen. Gibt es Transparenz, dass auch diese komplexen Sachen dem normalen Bürger vermittelt werden, um später zu sagen, die AfD ist genau der Richtige für mich, weil die erklären mir das und halten mich nicht für doof. Und ergänzend, vielleicht passt das zusammen, das, was Sie gerade formuliert haben, hätte jetzt auch von der Linken kommen können.
Eben gerade, was gerade gesagt wurde. Und das würde mich jetzt interessieren, wie kriegen wir das zusammen? Ja, das würde ich antworten. Ja, also wir haben im Thema TTIP gesehen, dass es durchaus Überschneidungen zwischen linken Positionen und AfD-Positionen gibt, wobei die AfD vom Bürgerrechtsstandpunkt und Rechtsstaatlichkeitsprinzip her argumentiert und die Linken und die Grünen häufig vom Verbraucher. Das muss ja aber in der Gesamtheit trotzdem zusammen nicht falsch sein. Und ich denke, die AfD gibt es ja nicht deshalb, weil die anderen alles falsch machen, sondern weil wir sagen, dass eine Lücke im Parteiensystem entstanden ist und verschiedene Themen nicht mehr oder unzureichend bedient wurden. Was die Transparenz angeht, also wir versuchen es transparent zu gestalten. Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass es immer transparent geht und 100% Transparenz. Ich glaube, das kann ein Anspruch sein, die Wirklichkeit wird dann nie reinreichen. Aber was die programmatischen Fragen angeht, ist, glaube ich, das Euro-Thema ein sehr gutes Beispiel dafür, wie über Probleme aufgeklärt wird. Das war das Wesen des Bundestagswahlkampfes, genau das zu tun, unsere Kritik am Euro zu erklären und ein Modell oder Modelle vorzustellen, wie man aus der Misere rauskommt. Das war genau das, was Sie gerade gesagt haben. Bei anderen Themen müssen wir das genauso versuchen. Ein Thema, bei dem ich mich freue, dass die CDU es wieder aufgreift, ist das Familienthema. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Vor einigen Wochen haben einige CDU-Größen, unter anderem ein Politiker aus Sachsen-Anhalt, verkündet, man müsse über aktive Bevölkerungspolitik reden. Ich kann Ihnen sagen, als ich im Bundesvorstand vor ungefähr einem Jahr im Landtagswahlkampf zum ersten Mal angedeutet habe, wir könnten uns vielleicht mit Bevölkerungspolitik befassen wollen, als ein notwendiger Bestandteil von Familienpolitik, da habe ich meinen Vorstandskollegen verbal fast gekillt. Ich würde mich im Vokabular des Dritten Reiches aufhalten. Das haben mir meine eigenen Vorstandskollegen gesagt. Jetzt macht es die CDU, jetzt tut es die Welt, jetzt ist es plötzlich ein Thema, über das man auch wieder reden darf. Das heißt, wir haben mehrere Aufgaben. Wir haben die Aufgaben, komplexe Probleme besser zu erläutern. Wir haben aber auch manchmal die Eisbrecherfunktion, gewisse Themen einfach zurück auf die Tagesordnung zu holen. Und bei dem Eisbrecher darf es nicht bleiben. Danach muss eben eine thematische Aufarbeitung erfolgen. Und dafür sind Fachausschüsse da, die haben wir auch in allen Landesverbänden. Und ansonsten gibt es einen Parteitag und es gibt viele Leute, die sich außerhalb der Ausschüsse Gedanken machen. Ich glaube, die Arbeit läuft nicht so schlecht und die läuft selbstverständlich weiter. So, ich würde sagen, wenn überhaupt, dann jetzt noch die letzte Frage, denn wir haben noch einen anderen Tagesordnungspunkt. Dann hätte ich gerne noch eine Frage, und zwar, vorhin war das um die Frage der Außenpolitik, aber die Frage, weswegen ich heute Abend hergekommen bin, ist die Frage, ich bin nicht Parteimitglied der AfD, aber ich interessiere mich dafür. Und mich interessiert ganz konkret das weitere Schicksal der AfD. Und ich merke, als Außenstehender, dass innerhalb der AfD eine echte Gefahr der Spaltung ist. Und ich spüre das in den Diskussionen, dass es sehr persönlich wird. Da hat der das gemacht, der hat der das gemacht. Das alles meine ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Und wir alle haben irgendwas gemacht. Und damit hat sich der Fall im Übrigen nicht mal vernünftig. Nein, die Frage ist, also diese ganz persönlichen Sachen, das wollen wir weg, sondern programmatisch. Was ist Ihr Programm im Gegensatz zu dem Programm Lucke Henkel? Also, das ist ja die leider sehr häufig wiedergegebene falsche Darstellung, dass es um einen programmatischen Schwenk ginge. Darum geht es in dieser Auseinandersetzung überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wir haben das Thema ja auch hier im Landesverband ausgiebig gehabt. Und ich bin ja zum Teil in den nationalkonservativen Flügel gerückt worden, zu dem ich mich nun gar nicht zähle. Ich habe Unterstützer, die ich sag mal programmatisch eine Henkel-Kopie sind. Ich habe Gegner, die ja programmatisch eine Höcke-Kopie sind. Und trotzdem ist das angeblich ein Kampf, den ich als Vertreter des Nationalen führe. Ich glaube, dass das eine völlige Fehlwahrnehmung ist. Gut, dass wir das noch wissen. Ja, war knapp. Worum es vielleicht
wenn man sozusagen überhaupt eine Trennung außerhalb von persönlichen Animositäten ziehen will, wo es vielleicht darum geht, ist die Art und Weise, wie man Politik für die AfD überhaupt versteht. Und zwar die Frage, ich formuliere das immer so, sind wir jetzt schon die bessere Regierungspartei oder sind wir tatsächlich Opposition und betreiben auch Politik wie eine Opposition? Und Politik in der Opposition ist etwas anderes als Regierungspartei zu sein. Es muss was anderes sein. Wir brauchen als AfD nicht nur die besseren Konzepte, die brauchen wir auch. Aber die kriegen wir in der Öffentlichkeit überhaupt nicht unter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wer hat sich denn dafür interessiert, wie wir aus dem Euro aussteigen? Keine Sau. Nein, keine Sau. Und wissen Sie was? Wir haben auch bis heute keinen Vorschlag formuliert. Das ist das Allerbeste daran. Weil auch nie jemand gefragt hat. Wir haben bis heute keinen Vorschlag formuliert. Wir haben mehrere Ideen in den Raum geschmissen und wir haben gesagt, wir wollen den Euro geordnet auflösen. Und selbst dafür haben wir noch mehrere Varianten genannt. Aber das reichte für die mediale Wahrnehmung und wir sind damit positiv wahrgenommen worden. Das ist klassische Oppositionsarbeit. Wenn Sie so wollen, ist das populistisch. Aber Politik ist immer populistisch. Und Frau Merkel ist im Übrigen die Inkarnation von Populismus. Sie können nicht immer in der Opposition mit den besseren Konzepten agieren, weil Sie die am Ende ohnehin nicht umsetzen dürfen. Schröder hat mal einen Wahlkampf in der Opposition damit gewonnen, dass er gesagt hat, wir wollen nicht alles anderes, aber vieles besser machen. Sie erinnern sich vielleicht noch. Das ist traurig, dass das so ist. Aber so läuft es bedauerlicherweise in der Öffentlichkeit und in der Politik. Und deshalb müssen wir auch Tabus brechen. Die müssen wir nicht immer am rechten Rand brechen, um Himmels Willen. Da gibt es Leute, die das zu sehr auf den Bereich beschränken. Man kann auch Tabus in ganz anderen Bereichen eben brechen. Im Bereich Bürgerrechte, im Übrigen ein Thema, ein liberales Thema, was völlig auf der Straße liegen geblieben ist, woran die FDP gescheitert ist, dass sie das nie aufgegriffen hat. Jetzt erkennen sie es langsam und nehmen es auf. Aber wir brauchen beides. Wir brauchen die Spitzen. Wir müssen wahrgenommen werden und wir müssen vor allen Dingen den Finger da in die Wunde legen, wo etwas schief läuft, wo die Regierung Fehler macht. Und bis wir in die Regierung kommen, dauert noch eine ganze Weile, hoffentlich, weil wir 2017 noch gar nicht in der Lage sein werden, Regierungsarbeit zu machen. Und wir sollten auch hoffen, dass es uns nicht ereilt, dieses Schicksal. Wir sollten hoffen, dass wir an diese Frage überhaupt erst 2021 herantreten können. Und deswegen ist es vielleicht eine etwas unterschiedliche Herangehensweise in der Art und Weise, wie Politik läuft. Und dann ist eben, sehen Sie, das sind so einfache Debatten auch im Europäischen Parlament. Da gibt es Parlamentarier von der AfD, die sagen, naja, jetzt geht es um die Bankenunion, da müssen wir gute Regeln für die Bankenunion haben. Und da sage ich als AfDler, nein, wir waren grundsätzlich gegen die Bankenunion. Ich fange jetzt nicht an, an der dritten Stelle hinterm Komma irgendetwas Positives aus einer Bankenunion, die so falsch ist, wie sie nur falsch sein kann, noch herauszuholen. Das ist keine sinnvolle Politik. Das kann ich am Ende auch politisch nicht mehr rüberbringen, was daran noch gute AfD-Politik sein soll. Sondern da muss es tatsächlich mal auch das Thema Fundamentalopposition sein, wenn Sie so wollen. Die AfD ist nie fundamental Opposition gewesen. Also das ist auch was häufig missverstanden wird in dieser Diskussion in der Partei, wenn es angeblich die Radikalen und die Konstruktiven gibt. Also es ist toll, wenn wir konstruktive Vorschläge machen, aber es ist richtig, sie werden nicht gehört. Und die Demokratie funktioniert dann, wenn es neben einer Regierung eine Opposition gibt, die Konflikte findet oder die Konflikte aufnimmt, Regierungshandeln kontrolliert und letztlich die Regierung auch bloßstellt, wenn sie Blödsinn macht. Und die Regierung ist dann gut und klaut der Opposition das Thema, wenn sie es aufgreift und das Problem löst. Beim Euro sehen wir, es passiert nach wie vor nicht. Deswegen bleibt das Thema für uns genau genommen immer noch verfügbar. Wir bearbeiten es momentan noch nicht gut genug. Und andere Themen werden von uns auch noch gut genug bearbeitet, weil wir gewisse Provokationen gar nicht mehr versuchen. Und ohne Provokation, das können wir
die Medienvertreter hier im Raum auch sagen, wenn sie keine Story zu verkaufen haben, was soll dann gedruckt werden? Also, dass alles toll ist, das wird ihnen niemand abdrucken. Und wenn es keine Neuigkeit gibt, dann gibt es eben auch keine Notwendigkeit, etwas zu berichten. Was machen Logo und Heckel jetzt ganz anders als Sie? Hier geht es um den Machtkampf. Es geht um persönlichen Machtkampf und um die Frage, wie die AfD geführt werden soll. Warte ganz kurz, ich lerne. Drei Sätze dazu. Wie die AfD geführt werden soll. Und dass es diesen Machtkampf gibt, ist auch völlig normal. In jeder Partei gibt es diese Kämpfe. Die anderen sind ein bisschen schlauer und tragen das intern aus. Wenn wir uns Transparenz auf die Fahnen schreiben, können wir da genau noch ein Asset draus machen und sagen, toll, Live, seht mal. Live-Übertragung. Das ist jetzt Wahlkampf. Live-Übertragung. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, Sie haben doch gerade gefragt, wo der Unterschied besteht. Für Ihre Nein. Sie wollten doch eine Antwort auf die Frage haben. Ja. Das ist was machen wir anders als Sie? Ich brauche ein bisschen Angebot, um zu erklären. Der Konflikt geht seit 2 Jahren, kann ich nicht in 30 Minuten erklären. Okay. So. Also, es geht am Ende um Personen, weil es in Parteien immer um Personen geht. Weil jeder Politiker ein bisschen Narzissmus braucht, sonst sieht er sich das nämlich gar nicht an. So, und jetzt ist die Frage am Ende, wie bewertet man, was wer getan hat? Das müssen am Ende die Mitglieder oder die Delegierten. Bernd Lucke muss gedankt werden für das, was er in 2 Jahren für die Partei getan hat. Gründerpersönlichkeiten sind aber nicht immer diejenigen, die das Ganze auf Dauer weiterbringen. Und eine kleine Struktur fühlt sich anders als eine große. Und eine Struktur ohne Hierarchie fühlt sich anders als eine Struktur mit einer ausgeprägten Hierarchie. Und deswegen muss man das gar nicht so sehr leider auf die persönliche Ebene heben, wohin es gekommen ist, sondern man muss fragen, was wird jetzt für die AfD in dieser Situation benötigt. Und es braucht Leute, die jetzt diesen relativ gut strukturierten Haufen von 22.000 Mitgliedern führen, einen zusammenbringen und aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die, die am Ende nicht dazu gehören, auf Basis eines Programms, dass denen klargemacht wird, entweder bewegt euch auf uns zu oder ihr müsst irgendwann gehen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, das ist nichts, was man im Handstreich erledigen kann. Das ist, glaube ich, der Grund, dann geraten die Persönlichkeiten aneinander und da muss eine Partei am Ende entscheiden, welche Art von Führung sie für die nächsten Jahre will. Inhaltlich haben wir da kein Problem, denn die Scheren, die aufgemacht werden, die sind in Wirklichkeit nicht da. Wir haben das liberal-konservative Profil, wir müssen die Wirtschaftsthemen weiter bedienen, weil die großen Regierungsparteien, das habe ich am Beispiel des Mittelstandes, glaube ich, deutlich gemacht, dort nichts mehr tun. Das, was uns stark macht als Deutschland in der Wirtschaft, das wird genau genommen nicht mehr bedient. Stattdessen reden wir eben über Investorenschutz und über darüber, wie Großkonzerne ihre Gewinne und ihre Steuern nicht zahlen, beziehungsweise Gewinne ins Ausland verlagern. Und das bleibt in der AfD, auch wenn einige Mitglieder gehen, da machen wir uns gar keine Sorgen. Also es ist ein Machtkampf letztlich zwischen zwei Persönlichkeiten oder mehreren Persönlichkeiten. Dann würde ich sagen, statt dass da solche ideologischen Kämpfe mit allzu Recht und so gemacht werden, stellen Sie sich einfach zur Wahl der nächsten Vorsitzenden. Punkt. Und der Lucke kann das ja auch machen. Und dann haben wir Demokratie, dann werden die Mehrheit entscheiden. Ja, aber wissen Sie, bei Demokratie kommt vor der Wahl immer die Schlammschlacht. Okay, das ist Wesen der Demokratie. Das haben Sie in der Bundestagswahl und in der Partei leider noch Leute.